Horst Lichter ist als Fernsehkoch bekannt. Früher hat er jedoch Bodybuilding betrieben. Auf einem Foto aus dieser Zeit ist er kaum wieder zu erkennen. Nur sein Schnurrbart verrät ihn. 15, so kennen sie den Bares für Rares Moderator Horst Lichter. Das Markenzeichen von Horst Lichter ist sein Schnurrbart. Und schon lange wie ein altes Foto des Fernsehkochs beweist, dass ZDF wieder ausgegraben hat. Das Bild wurde vor etwa 40 Jahren aufgenommen und war ursprünglich in einem Promi-Special von «Who Wants to be a Millionaire?» zu sehen. Gezeigt. Abgesehen vom Schnurrbart hat sich Lichter stark verändert. Auf dem Foto präsentiert der Bares von Rares Moderator seine stählernen Muskeln. Denn der TV-Koch war einst leidenschaftlicher Bodybuilder. «Ich habe sehr schlecht trainiert, als ich noch sehr jung war», sagte Leitz damals Moderator Günther Jau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lebte er für den Sport. Das zeigt sich in seiner Freizeit. Er trainiert 7-mal die Woche nach der Arbeit. «Meine Frau sagt, je nachdem, wie ich stehe, sieht man das noch», sagt Lichter. Horst Lichter kocht, schreibt und moderiert, anstatt eine Bodybuilding-Karriere zu verfolgen, macht Lichter seine Leidenschaft für das Kochen zum Beruf. Mit der Olditec richtete er sein eigenes Restaurant ein. Als Koch war er zudem in mehreren TV-Sendungen wie Lafer, Beleuchtung, Lecker oder Sichitschenbettel zu sehen. 2014 wurde er sogar mit einer goldenen Kamera als bester Fernsehkoch ausgezeichnet. Seit 2013 geht er mit seiner Trödelshow «Bares von Rares» einer weiteren Leidenschaft nach. Auch Lichter gehörte dazu, er schrieb unter anderem seine Biografie «Keine Zeit für Arschlöcher, hör auf den Herz».